Hallihallo, meine Lieben. Ja, und jetzt beginnen wir mit unserem Stempel 1x1. Grundlegend fangen wir einfach mal an mit Stempelabdruck. Wie mache ich einen Stempelabdruck? Und ich zeige euch dafür auch noch passende Papiere. Wenn ihr mit Wasserfarben mal oder mit Aquarellstifte jeder Art, benutze ich dieses WaterArt Aquarellpapier. Allerdings gibt es auf dem Markt wirklich ganz, ganz viele andere Aquarellpapiere, die auch funktionieren. Ich habe halt jetzt gerade dieses da. Und ja, das sieht man auch zum Beispiel, mit was das alles geht. Also es sind alles Aquarellfarben. Das nehme ich mir mal auf die Seite für eben meine Aquarelltechniken. Jetzt schreibe ich mir das hinten drauf. Damit ihr das einfach später noch weiß, wenn ihr die Stempelabdrücke habt, was das für ein Papier war. Da ich ja die Videos nicht an einem Tag drehen kann. Und für Copic Coloring nehme ich zurzeit dieses. Und zwar ist es etwas dickeres. Das hat 250 Gramm. Ist ganz praktisch und ideal eben für die ganzen alkoholbasierten Stifte, weil es eine glatte Oberfläche hat und deshalb lassen sich die richtig, richtig gut verblenden. Das schreiben wir jetzt auch drauf. Ja, machen wir doch. Damit ich es eben für später weiß. Also ich finde das wirklich ganz praktisch, weil es dick ist. Ich habe dann auch noch das originale Copic-Papier. Das habe ich anfangs immer benutzt. Benutze ich auch immer noch gerne, weil es wirklich ideal für die Copics ist. Ich habe das auch in DIN A3 allerdings noch verpackt, weil ich einfach da auch schon nicht wirklich viel bis jetzt gebraucht habe. Da sind 50 Bögen drin, im anderen auch 50. Und das hat nur 70 Gramm. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz dünn. Das sieht man auch ziemlich gut, ja, durchsehen tut man nicht. Aber es ist halt einfach für die Alkoholstifte ideales Papier. Und ich habe mir das dann immer so gemacht, wenn ich das natürlich auf Karten gemacht habe oder so, war ja das etwas zu dünn, wenn wir ehrlich sind, oder? Deshalb habe ich mir immer den Stempelabdruck grob ausgeschnitten und auf dickerem Cardstock aufgeklebt, damit ich das dann erst schön ausschneiden kann. Oder aber ich habe auch teilweise das ganze Papier, das ganze DIN A4 auf, also erst bestempelt, koloriert und dann auf einen kompletten DIN A4 Bogen geklebt. Erspart man sich vielleicht etwas Arbeit. Was weiter noch geht, sind Karteikartenpapiere. Am liebsten benutze ich dafür dieses von Exacompa. Das habe ich, also ich habe alles von Amazon bestellt. Und zwar ist das wirklich ganz glatt. Das ist auch ganz praktisch für Alkoholstifte und manchmal auch Aquarell. Wobei ich sagen muss, Aquarell bin ich jetzt generell ziemlich umgestiegen auf Aquarellpapier, weil ich einfach draufgekommen bin, es sieht schöner aus. Ich habe früher auch Karteikarten viel benutzt für diese Wischtechnik-Hintergründe, weil ich mal gedacht habe, ja, das funktioniert eh ganz gut, aber man braucht ein bisschen mehr Aufwand, sage ich mal, ein bisschen mehr Kraft. Und dann habe ich das Ganze mal einfach so lustigkeitshalber mit Aquarellpapier benutzt. Oder versucht. Und ich muss euch wirklich sagen, man erspart sich da einiges. Also ich tue mal zumindest wirklich viel, viel leichter als wie mit dem anderen. Wir beginnen jetzt einfach damit, einen Stempelabdruck zu machen. Also wirklich ganz, ganz easy für Anfänger. Und zwar, ich benutze dieses Stempelset.
Und nehme mir den Elefanten, weil ich einfach den Elefanten am liebsten mag. Ich muss gerade schauen. Wie ist am besten? Am Anfang kleben die immer ganz, ganz nett gut drauf fest. Also vorsichtig abnehmen, damit man sich den nicht zerreißt. Meiner Nichte ist das mal beim Stempelsatz passiert, dass es leider dann irgendwo der Fuß, der Schweif beim Pferd abgerissen ist. Ja, bisschen schade, aber ja, nutzt nichts. Wie im ersten Video erwähnt, ich nehme dieses Samsung Stamp, weil es für alle Techniken geht. Ansonsten nehme ich für Copics das Memento Stempelkissen und für Aquarell Stayson. Wer das jetzt nicht hat. Es gibt aber auch etliche andere, die man für beides benutzen kann. Ja. Ich fange jetzt an, das Ganze zu tränken. Okay, ich glaube, wir hätten es anders machen müssen, aber versuchen wir mal. Wir haben nämlich noch einen kleinen Trick. Ich versuche es mal. Ah ja, und was auch oft hilfreich ist, ist so eine Prickel- oder Embossing-Matte. Weil einfach der Stempelabdruck dann schöner wird, weil der ein bisschen Untergrund hat zum reingedrückt werden, sage ich mal. Ich fange jetzt an mit dem Copic-Papier, oder Markerpapier und drückt es einfach ganz, ganz, ganz fest. Drückt es überall fest, damit es ein schöner, satter Abdruck wird. Und ja, so sieht er aus. Er hat da jetzt ein bisschen unschöne Stellen. Das ist oft dann beim zweiten Stempelabdruck schöner. Oder jetzt mache ich ihn gerade kurz trocken. Ein kleiner Tipp von mir. Neue Stempel sind auch oft hilfreich, sie auf die Haut zu reiben etwas oder halt ein bisschen rum zu drücken, weil die dann ein bisschen das ja, übliche Körperfett, sage ich mal, also das, der Körper produziert ja da immer leichte, ja nicht Fettsäuren, so öliges meistens. Und wenn man das dann auf den Stempel gibt, nimmt es die Farbe meist schon besser an. Also müsste jetzt eigentlich schon ein schönerer Abdruck werden. Als kleiner Tipp. Oder ich habe auch mal im Video gesehen, dass eine das angefeilt hat. Ja, das sieht man jetzt ganz gut. Was da noch alles weiß ist. Und da ist schon ganz schön der Abdruck. Also das gebe ich euch mit als kleinen Tipp. Dann das Ganze, im Prinzip ist es das gleiche Spiel, aber ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das dann beim Aquarellpapier aussieht. Auch wieder einfach trinken. Nur eben aufpassen, was ihr für Technik nehmt, damit ihr auch das richtige Stempelkissen wählt. Deshalb nehme ich eigentlich immer gern Stempelkissen, was für alles funktioniert, da muss ich mir dann nicht lange Gedanken machen, was war jetzt was. Und das Ganze funktioniert. Das sieht man auch schon. Je öfter man einen Stempel abdruckt, desto schöner wird. Der ist jetzt eh so ziemlich identisch mit dir, dem zweiten. Aber man sieht halt den Papierunterschied auch etwas. Da sieht man auch, dass Aquarellpapier ist nicht immer so ganz schön weiß wie jedes andere. Ich mache jetzt auch noch einen zweiten, damit wir dann für weitere Projekte einfach mehr Zeug haben. Beziehungsweise ich werde sowieso noch anderes Zeug stempeln, damit es dann flutscht. So. Reinigen. Genau. Auch ein guter Tipp, den habe ich bei einer amerikanischen YouTuberin gesehen. Jennifer McQuire. Und zwar nimmt die immer Glasreiniger und sprüht das auf ein
so Mikrofasertuch, glaube ich, hat sie auch. Ich benutze es zumindest. Ich glaube, sie hat es auch. Und dann kann man das super abwischen. Anfangs habe ich das gemacht mit Babyfeuchttüchern. Funktioniert auch, nur hat mir das oft gestört, in Babyfeuchttüchern ist es ja oft so, es wird so schaumig. Und das mag ich dann nicht, wenn ich dann die Schaumrückstände habe und so mit dem Glasputzmittel bleibt gar nichts an Rückstand. Ja, so viel dazu. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüssi!